Designer wie John Galliano, Alexander McQueen, das waren immer so meine Favoriten. Da fand ich das immer sehr kreativ. Diese ganzen Haute-Couture-Schauen, das hat mich eher inspiriert. Nicht so dieses Mainstreamige, wir müssen jetzt 12 Kollektionen im Jahr raushauen, weil wir müssen Umsatz machen und so. Das fand ich immer sehr unkreativ, so industriell. Ich habe meinen Abschluss gemacht vor 4 Jahren. Oh, das ist alles, Hatte die das ist erste echt eigene total jung, Kollektion ja. vor 3 Jahren und bin jetzt in Alter. der 3. Kollektion. Also ich habe ein Jahr nach meinem Abschluss die erste Kollektion gelauncht. Natürlich hatte man auch viel Glück, gar keine Frage. Weil damals war es so gewesen, bin ich halt in Berlin angekommen. Ich war vorher nie in Berlin. Und habe mich erstmal so ein bisschen versucht zurechtzufinden, so wo ist jetzt was, eben gucken, wie funktioniert Berlin. Habe mir die erste Fashion Week natürlich dann auch angeguckt, wie das in Berlin so stattfindet, wer zeigt was, welche Kreativität herrscht in Berlin, was funktioniert in Berlin, weil ja durchaus jede Stadt ja seinen eigenen Stil hat. Ich fand es zu casual, zu Mainstream. Es gab kein, zu dem Zeitpunkt damals gab es keinen wirklich, es, da gab es keinen Augustin Thebaul oder wen auch immer, sondern da waren halt wirklich Mainstream-Designer am Start, die auf Casual mit der Begründung, Berlin ist halt Casual Streetwear. Es gibt so diesen ganz berühmten Spruch von Giorgio Armani, der ist mein Lieblingsspruch immer: Eleganz bedeutet nicht aufzufallen, sondern im Gedächtnis zu bleiben. Ja, toll. Das finde ich war immer sehr passend, weil es blieb mir nichts im Gedächtnis, was ich gesehen habe. Es war auffällig, Berlin ist halt eine auffällige Stadt, gar keine Frage, aber es blieb nichts im Gedächtnis. Es war so, und ich fand auch vor allen Dingen, die Designer haben sich nicht mehr wirklich unterschieden, dass man sagen konnte, es ist eben. Du brauchst nicht zu lesen, ob das Chanel ist. Du siehst, dass es Chanel ist. Du siehst, es ist Alexander. Du siehst, es ist Isaac Mizrahi zum Beispiel, den ja in Europa kaum einer kennt. Das ist ein großartiger Designer. Aber man sieht es, weil sie alle ihre eigene Handschrift haben. Ich möchte weder in irgendeinem Büro landen, wo ich den ganzen Tag irgendwie T-Shirt-Farben und Drucke entwerfen muss. Dafür war mir meine eigene Kreativität irgendwie zu schade. Und habe dann irgendwie entschieden, naja, okay, aber was machst du denn jetzt? Und dann was Eigenes wollte ich nie machen, komischerweise. Ich wollte mich nie hinsetzen und sagen, ich suche mir jetzt ein Ladengeschäft, mach Edin de Sosa drauf und sag herzlich willkommen, das ist Mein meine Design. Mode. Das war nie mein Ziel, das wollte ich nicht. Sabine Schwarz, die habe ich zufällig getroffen auf der Straße. Sie fand mich sehr interessant. Damals war ich noch ein bisschen anders, auch in der Optik. Schwarze Reiter war noch gar nicht existent, den Laden gab es noch gar nicht. Sondern es war die Idee. Es war die Idee, die existierte. Dann haben wir uns zusammen hingesetzt, haben ein bisschen gequatscht, einen Kaffee getrunken. Und sie so, ich brauche irgendwie was neu ist, was es nicht gibt und was Aufmerksamkeit erzielt. Hab natürlich erstmal versucht, mich dem ganzen Thema irgendwie ein bisschen zu stellen, weil, wie gesagt, da zu dem damaligen Zeitpunkt, ich hatte keine Ahnung, was ist Fetisch oder was ist. Man hat immer so diese schlechte Vorstellung, ich sage immer Pulp Fiction. Das ist das, was in einem total komisch, aber es ist so, es bleibt dann in einem Kopf irgendwie hängen. Ich musste mich diesem Jetzt Thema irgendwie verarbeitet. nähern, um zu wissen, was ich da eigentlich mache und wie ich es am besten umsetze. Aber es war zum Beispiel Sabine immer sehr wichtig, eben nicht mir das Fetisch nahe zu bringen, sondern eben diesen ganz eigenen Stil, den Schwarzer Reiter nach vorne bringen möchte. Dieses Neue, was Schwarzer Reiter machen möchte. Dieses ästhetisch Schöne, ästhetisch Anspruchsvolle und vor allen Dingen intellektuell, du musst halt intellektuell fähig sein, das abstrahieren zu können. Es ist nicht immer nur schlecht gemacht, es ist nicht immer nur der Keller, der dann passiert. Du musst nicht ich sag immer, du musst, also ich für meinen Teil, du musst nicht einen eigenen Fetisch entwickeln, um darin gut zu sein. Du musst nur verstehen, wie die Leute empfinden. Fetisch ist nicht etwas, was man sieht, sondern nur, was man fühlt. So, jeder hat so ein eigenes Gefühl zu dem, was er gerade auslebt in dem Moment. Für den einen mag es nichts bedeuten, für den anderen bedeutet es alles. Es hängt immer davon ab, mit welchen Augen man das betrachtet. Und deswegen war es mir immer ganz wichtig, zu verstehen, warum gewisse Leute gewisse Dinge tun. Und das auch nicht zu verurteilen, sondern einfach nur erstmal zu verstehen und zu respektieren, damit ich überhaupt erstmal diesen Zugang finde, dazu zu sagen, okay, ich weiß, in welche Richtung wie ich ein Fetischthema umsetzen müsste, damit ich es für meinen Teil vertreten kann, zu sagen, das bin ich, der Look, das, was ich gemacht habe, so wie es aussieht, das bin hundertprozentig ich, im Fashion-Sinne, aber trotzdem fetisch genug, dass man eben dieses Kleidungsstück sowohl als auch benutzen könnte, wenn man denn wollte. Geht eigentlich bei diesem ganzen Fetischthema, wenn man es denn genauer betrachtet, nicht darum, etwas zu sehen, sondern es geht eigentlich nur darum, etwas zu erahnen, was einem den Reiz verschafft,
dieses Geschenk öffnen zu wollen. Das ist nicht nur bei uns so, ich glaube, das gilt jedem Designer auf der Welt so. Warum sitzen die netten Ladies bei Dior in der Haute Couture Show und träumen von Schneewittchen und den sieben Zwergen? Oder weil der Designer den ja. Leuten die Möglichkeit gibt, sich ihr eigenes Märchen zu diesen ganzen Kleidern zu schreiben. Mhm. Genau das versuchen wir natürlich jetzt nicht in diesem Sinne, wie jetzt Dior seine Abendproben entwirft, sondern wir versuchen es, also ich versuche es immer so zu machen, dass natürlich dieser gewisse Sex-Appeal, dieses Knistern, das soll man nur spüren, das soll man nicht sehen. Und dann kann man eben seine eigene Kreativität, die man dann da hat, insbesondere bei dieser Kollektion war es mir ganz wichtig, dass ich dieser Kollektion kein Oberthema gebe, zu sagen, das ist das Oberthema, das muss das Kleidungsstück können, damit das und das passiert. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich lasse mich nicht aufoktuieren, wann ich was zeigen muss, weil da geht es wieder um diese kreative Freiheit. Ich finde immer, großartige Dinge brauchen Zeit, dass sie entstehen. Und diesen ganzen 6-Monats-Rhythmus, den man hier spielt, dem füge ich mich nicht, weil ich bin da ganz ehrlich, ich brauche ein Jahr, also sprich im Sommer wird die nächste Kollektion kommen, damit ich erstmal diesen nötigen Abstand gewinne zu dem, was ich jetzt gemacht habe und dann die Zeit bekomme, wieder kreative Freiheit walten zu lassen, um etwas Neues, sich wieder neu zu erfinden. Und ihr seid auch nicht saisonal, ne? Wir sind nicht saisonal, wir ordnen uns dann deswegen, wir sagen immer, bei uns sind es die Saisons, Saison 1, Saison 2, Saison 3. Wenn diese dritte Saison startet, das entscheiden wir, wenn ich soweit bin. Und bei dieser Kollektion war es dann so gewesen, sie sollte sich von der letzten komplett unterscheiden. Sie sollte etwas anderes sein als alle anderen, die zur Berlin Fashion Week zeigen, und vor allen Dingen, sie sollte das Publikum überraschen. Sie sollte nicht wieder so fetischisch werden, aber sie sollte auch nicht zu fashion werden. Okay. Und dann hatten wir uns überlegt, in welcher Location wir zum Beispiel was präsentieren könnten, und sind dann natürlich dann auf das Felix Club gekommen, weil das Felix hat natürlich diese tolle Treppe. Man muss nur wissen, wie man den Club, seine Bauart, seinen Stil am besten präsentiert. Wir haben uns den Soundtrack von Coco Chanel, den Film, der Neuverfilmung, ausgesucht. Wow, das ist eine tolle Idee. Es war leise und eher so elegant. Wir haben das ganze Felix zum Pariser Etablissement umgebaut und wir haben überall Bistrotische aufgestellt. Wir wollten auch nicht First Draw oder sowas. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass sich die Leute streiten müssen, wer jetzt wichtig ist und wer nicht wichtig ist. Ich fand, alle sind wichtig. Und wir wollten natürlich auch diesen Pariser, diese Pariser Luft, dieses Gefühl von, wir sind jetzt eben in Montmartre, trinken einen Kaffee oder das wollten wir auslösen, weil die Musik natürlich auch sehr passend dazu war. Bei der ersten Kollektion hatten wir strenge Ponytails und schwarze Lippen und sehr düsteres Make-up, alles sehr dunkel gehalten. Wir haben es auch eher im dunklen Licht gehalten und alles eher so mystisch mit Nebel gemacht und so. Und dieses Mal hatten wir eher romantische Wasserwelle und eher dann so Sophia Loren mäßig. Und haben wir natürlich absichtlich, und beim Einlass haben wir absichtlich einfach Verwirrung gestiftet, weil während der Zeit, bis die Leute sich platziert haben, lief dann halt Trente Müller oder was auch immer. Und die ganze Zeit und dann irgendwann war dann halt Ruhe, der ganze Saal wurde dunkel und dann gab es so diesen und alle ruhig. Was passiert? Und dann fängt das ja an, dieses ganz leise und alle so erstmal so. Toll. Du hast es in den Leuten, in den Gesichtern der Leuten angesehen, so, verstehe ich jetzt nicht. Wir haben wirklich eine Minute nur Musik laufen lassen, ohne dass ein Model rauskommt oder sonst irgendwas, damit die Leute erstmal wirklich verstehen, es geht gerade los. Und dann fing das halt an und diese ganzen Treppen dann runter, elegant. Wir haben natürlich dann auch mit Markus Kenzi natürlich auch begonnen, der ist halt ein Transgender-Model. Der dann natürlich die Show eröffnet hat, trotz dass es eine feminine Kollektion ist. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch dieses Thema in Frankreich mit der Homo-Ehe und so sehr diskutiert worden ist und auch mit Russland und so. Da wollten wir auch aktiv, oder ich wollte da auch aktiv subtil eine Nachricht irgendwie senden. Und zum Ende haben wir dann halt auch zwei Männer Hand in Hand die Show beenden lassen, trotz dass es eine feminine Kollektion ist, und damit dann auch einfach ein Signal zu senden. Schön. Und die Show war großartig. Die Leute waren auch am Anfang erstmal so, was passiert hier, was sehen wir da gerade vor allen Dingen, was war das? Wir haben Mode, zwar, war, genau, war, war es Mode, war es Fetisch, was ist denn da passiert? Und genau das war ja dieses, was wir wollten. Wir wollten eben dieses Chamäleon sein, sowohl als auch, weil wir es im wahren Leben auch sind, wenn uns jemand fragt oder mich speziell jemand fragt, was ist Schwarzer Reiter?
dann sage ich zum Beispiel immer, Schwarzer Reiter ist Schwarzer Reiter. Es gibt keine Definition für Schwarzer Reiter, weil wir weder das eine noch das andere sind, sondern wir sind einfach Schwarzer Reiter. Und wer Schwarzer Reiter trägt, der ist halt Schwarzer Reiter. Das hat sich bei den Leuten auch so manifestiert im Kopf. Also es fragt keiner mehr.